Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht, die unseriöser nicht verlaufen könnten. Betrüger an der Telefonleitung, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo wir besser unser Geld nicht hinstecken sollten. Ja, bitte. Hallo, schon gesagt. Spreche ich mit Mario? Nee. Nein, weil ich habe hier so eine, ich rufe sie wegen der Handelskonto an, was sie jetzt erstellt haben. Halt, da steht Mario Karp. Ja. Karp, nicht Mario. Ja, genau. Haben sie es gemacht? Was denn? Diese Konto, Handelskonto. Was denn für ein Handelskonto? Hm? Was denn für ein Handelskonto? Ja, unter Name Mario Karp. Auf der Webseite Kryptos. Bitcoin Trader. Aha. Ja. Da habe ich ihre Nummer gefunden, also da sehe ich ihre Nummer, E-Mail und der Name, unter dem sie angemeldet haben. Sie haben da eine Nummer gefunden? Nein, bekommen. Sie gefunden also, oder bekommen? Bekommen. Aha. Und von wem haben sie bekommen? Von der Webseite, wo sie sich angemeldet haben. Also hat die Webseite bei Ihnen angerufen und die Nummer durchgegeben? Ja, das geht an, also ich bin halt Account Manager und ich helfe Menschen wie Ihnen, einen Account zu aktivieren, Handelskonto, ja. Ja, was muss man da aktivieren? Ja, wissen Sie überhaupt, was ein Handelskonto ist und was worum es geht? Nö. Na, dem Anschein nach weiß er ja wohl selber nicht so richtig, worum es geht. Der stottert und stammelt sich hier schon von Anfang an irgendwie was zurecht. Weiß gar nicht so richtig, wie er sich erklären soll und erzählt irgendeinen Blödsinn, wo er die Daten her hat. Tja, also das mit der Webseite stimmt schon, dass ich mich da eingetragen habe. Aber es berechtigt ihn ja nicht, bei mir einfach anzurufen. Das nennt man illegale Kaltakquise, wenn er hier was verkaufen möchte. Also ich kann auch Ihnen gerne erklären, was wir ja, genau machen. Dann warte ich genau auf, Sie mal was erklären. Okay, gut. Also, das ist halt eine Investitionsplattform. Heißt, da können Sie Aktien kaufen und verkaufen. Und damit machen Sie ein gutes Geld. Zu heutigen Tagen ist das ganz optimales Moment, um das zu machen. Muss ich Ihnen sagen. Ja? Können Sie sich noch erinnern, an welche Webseite Sie das gemacht haben? Nö, aber ich warte immer noch auf die Erklärung, die Sie geben wollten. Das war doch jetzt keine Erklärung. Habe ich Ihnen gerade gesagt. Ich bin traurig. Und wenn das jetzt die gesamte Erklärung war, dann weiß ich jetzt trotzdem nicht, was Sie von mir wollen. Also, dann haben Sie es schlecht erklärt. Ja, da haben Sie mich scheiße gehört. Fangen wir mal von neu an. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ich bin Ihr Account Manager. Ja? Und ich rufe Sie an, weil Sie einen versucht haben, Konto zu erstellen. Hallo? Ja, ich weiß immer noch nicht, was Sie von mir möchten. Ich will Ihnen helfen, Konto zu aktivieren. Was denn für ein Konto? Handelskonto. Ja, und was macht das Konto? Was habe ich davon? Davon haben Sie Geld. Sie verdienen auf dann. Also ich aktiviere dann ein Konto bei Ihnen und dann kriege ich einfach so Geld. Nein. Da müssen Sie traden, da müssen Sie halt investieren. Das ist ein Investitionskonto. Wissen Sie, was Investition ist? Was Investition ist, weiß ich. Wer bitte? Ja, was Investition ist, weiß ich. Das ist gut. Und Sie haben sich bei Crypto Bitcoin Trader angemeldet, ja? Mhm. Sie haben versucht, ein Konto zu erstellen. Wann habe ich das denn gemacht? So vor 4 Tagen. Am 3.11. Okay. Um 15.49 Uhr, sogar. Mhm. Ja. Und ich will Ihnen dabei helfen, halt das Konto zu aktivieren. Da braucht man also Hilfe bei. Also wenn ich bei der Sparkasse ein Konto eröffne, dann kommt da ja auch keiner und bietet mir Hilfe an. Leider ist das keine Sparkasse. Leider ist das etwas, wo man meisten Menschen Hilfe brauchen. Vor allem, wenn sie dann halt Mindestbeitrag einzahlen müssen. Ich muss gar nichts einzahlen. Das halt, ja, sie muss nicht zahlen, aber das ist halt das, womit sie dann starten kann. Halt, das ist das Geld, was sie dann auf ihre eigene Konto überweisen. Was gebe ich halt ihnen, sie zahlen eigentlich wirklich nichts, aber
halt dass das Geld von mir sie dann Trading anfangen können. Ja, das ist dann, das gehört ihnen. Sie können einfach jeden Moment rausnehmen auf anderes Konto, aber die Sachen liegt es dann auf ihr Handelskonto. Ist eigentlich wie zweites Konto, sagen wir so. Dieses Handelskonto ist wie zweites Konto, womit sie dann halt aber die Aktien kaufen können, was sie mit ihrer normalen Karte nicht machen können. Ja, dann schicken Sie mir alle Unterlagen per Post zu, dann gucke ich mir das an. Das kann ich Ihnen auch machen, aber bis dahin könnte ich Ihnen auch so per telefonisch auch erzählen, was wir schon auch für Angebote für unsere Mitglieder haben. Heißt, was sie bekommen, wenn sie halt ihr Konto aktivieren. So, das können Sie ja erklären und danach dann alles per Post schicken. Das kann ich Ihnen auch per Post schicken, klar, ja. Das ist kein Problem. Aber ich erkläre Ihnen kurz, was Sie schon so bekommen. Und zwar ein Finanzanalytiker. Wissen Sie vielleicht, wer das ist? Oder haben Sie davon gehört? Ich kenne den nicht. Woher soll ich denn den kennen? Gut, vielleicht irgendwo im Internet gelesen. Gott, was wäre. Weil manche Menschen wissen, ich erzähle Ihnen, das ist ein halt Mensch, was für Sie arbeitet, was auf dem Markt ist. Ja, der guckt den Markt die ganze Zeit an und sagt Ihnen, wann Sie am besten investieren sollen, was Sie kaufen sollen, und er macht für Sie einen Plan, ja, wie Sie die halt vorgehen können. Und die Menschen haben schon eine große Erfahrung daran. Also wir haben Menschen, die 8 Jahre, sogar auch mehr als 8 Jahre auf dem Markt sitzen. Aha. Ja. Also das ist ein wirklich cooler und wichtiger Mensch, sagen wir so. Ein cooler Angebot. Dann kommt der Roboter oder der Bot. Sie können es so nennen, wie Sie wollen, wie es Ihnen am besten ist, und zwar, der macht eigentlich fast dasselbe wie Finanzanalytiker, der schaut den Markt an, also der macht, was Sie denn angeben, heißt, und der guckt ihn die ganze Zeit an, also 24x7. Und der, was er noch kann, der kann für Sie halt die Aktien verkaufen. Heißt, wenn Sie ihm sagen, okay, meine Aktien sind um 5%, also wenn meine Aktien um 5% oder um 2% oder was Sie da einstellen, runterfallen, der Bot soll das verkaufen, damit Sie kein Geld verlieren. Und dann macht er das auch für Sie. Heißt, wenn Sie schlafen und die Aktien mal runtergehen, verkauft er für Sie. Mhm. Ja. Auch cool. Und natürlich auch die ganze Bildungsprogramm, also damit Sie auch ein bisschen Ahnung bekommen und nicht selber googeln müssen, wie das alles funktioniert, haben wir alles für Sie schon gemacht. Das ist dann halt Podcast, Videos und so, Bücher, was Sie so lesen können und verstehen, wie das alles funktioniert, wie man da so am besten vorgeht. Aha. Ja. Arbeiten Sie? Darf ich mal fragen, ob Sie arbeiten? Das spielt ja, glaube ich, nichts zur Rolle. Wie bitte? Ich sage, das spielt ja nichts zur Rolle. Ich habe Sie schlecht verstanden. Ich sage, das spielt ja nichts zur Rolle. Was heißt das? Es geht kein was an. Das brauchen wir aber für Ihr Portfolio, für Finanzanalytiker. Was bekommen Sie aber für mein Portfolio nicht? Wie bitte? Was bekommen Sie von mir nicht? Das ist Datenschutz. Wir müssen nicht genau wissen, als was Sie arbeiten. Zumindest, wir müssen wissen, dass Sie Arbeitsbedingungen. Wozu brauchen Sie das? Für Finanzanalytiker, damit er dann auch weiß, wie er so einen Plan macht. Der soll wissen, wie der mit Ihnen dann umgeht. Ja, aber dazu braucht er seinen Job nicht wissen. Das machen wir für unsere Portfolio. Weil Menschen, die halt nicht arbeiten, ist das dann schwer, mit denen zu arbeiten. Nee, das ist dann wirklich schwer. Hat damit nichts zu tun. Ich kann auch trotzdem ein Konto haben. Ja, aber das muss dann sein, zumindest Gehalt haben, der mehr als 1000 Euro ist. Das ist ja blöd. Oder Sie haben, ich zahle ja nicht bei Ihnen monatlich 1000 Euro ein. Das kommt ja nicht in Frage. Nein, das ist verständlich. Aber wenn Sie zum Beispiel irgendwann mal mehr investieren wollen, ja, ja, aber da braucht doch der trotzdem nicht, dann investiere ich einfach mehr. Dazu braucht er doch meinen Job nicht wissen. Macht doch gar keinen Sinn, das ist doch total unlogisch.
Eins schon. Nee. Sie müssen einfach nur sagen, ob Sie arbeiten oder nicht. Das muss ich Ihnen eigentlich überhaupt nicht sagen. Mach ich auch nicht. Sage ich Ihnen auch nicht. Also, und Sie wollen auch nicht sagen, ob Sie mehr als 1.000 Euro verdienen oder nicht. Ja, das geht Sie überhaupt nichts an, was ich monatlich verdiene. Das geht überhaupt niemandem was an. Und das spielt da auch nicht eine Rolle. Aber das ist auch für Sie dann einfach und das für Sie auch besser. Na, was macht's denn da genau das besser? Die Information, die Information geht auch nicht weiter an irgendwelche anderen Firma oder ja, sonst irgendeinen anderen Menschen. Ich habe gefragt, was ist denn dadurch besser, wenn Sie meinen Job wissen? Dann müssen Sie aber eine Begründung nennen und das können Sie ja nicht. Einfach nur zu sagen, es macht dann besser, nee, macht's nicht. Das macht überhaupt nichts besser. Das ist ja einfach nur dummes Geschwätz. Wenn wir wissen, als was Sie arbeiten, dann können wir für Sie eine bessere Strategie machen. Ja, und was hat das damit zu tun? Was können Sie denn dadurch genau besser machen, wenn Sie wissen, was ich arbeite? Da können wir eine gute Prognose machen und gucken, welcher Markt für Sie am besten passt. Was dann für Sie einfacher wäre zu verstehen und was dann für Sie einfacher wäre zu handeln. Das hat ja mit dem Job nichts zu tun. Das hat ja mit dem Job überhaupt nichts zu tun. Genau, so sieht's aus. Das braucht ja alles nicht dazu, um zu wissen, dass ich handeln oder traden kann. Es ist einfach nur dummes Blabla, damit sie irgendwie das Gespräch füllen können. Oder abstecken können, ob man da noch ein bisschen mehr Geld holen kann. Viel schlimmer ist aber jetzt hier das Geklingel und das Geklatsche da im Hintergrund. Denn das bedeutet, dass da gerade jemand erfolgreich abgezockt wurde und das Gespräch gerade beendet wurde. Das heißt, nachdem man hier eingezahlt hat und das Gespräch ist dann beendet, dann ja, klingelt da irgendjemand die Klingel. Sobald er weiß, jetzt ist hier Geld geflossen. Und dann bejubeln die sich da alle gegenseitig, dass sie jemanden beschissen haben. Das macht einfach keinen Sinn, was Sie da erzählen. Das ist ja komplett sinnfrei. Eigentlich nicht. Also. Schicken Sie mir jetzt die Unterlagen zu oder nicht? Haben Sie denn da die Adresse an? Welche Straße schicken Sie Ihnen das? Das kann ich Ihnen alles schicken. Ja, und an welche Straße haben Sie denn die Adresse da? Das werden Sie alles in Unterlagen bekommen. Ja, und an welche Adresse schicken Sie die Unterlagen? An mario.kart@gmx.net. Nee, das ist ja nicht meine Adresse. Meine Adresse ist die Braunschweigerstraße 77. Ich meinte von E-Mail. Ja, davon haben wir aber nie gesprochen. Ich habe gesagt, ich möchte das per Post haben. Habe ich Ihnen vor 10 Minuten gesagt. Ach, ich dachte per E-Mail, also Post-E-Mail ist eigentlich... Ja, wenn ich sage per Post, dann meine ich damit nicht per E-Mail. Dann kann man das auch nicht aus Versehen gedacht haben, dass ich damit E-Mail meine, wenn ich sage Post. Okay. Dann also Sie wirken nicht besonders schlau. Also, dann bekommen Sie es per Post. Das ist alles gut. Ja, haben Sie denn die Adresse da eingetragen? Ja. Welche Straße haben Sie denn da? Mario Kart. Das ist nicht die Straße, das ist mein Name. Nein. Oh, das tut mir leid, ich habe wieder falsch verstanden. Ist das schlecht, oh nein. Können Sie mir vielleicht die nochmal sagen? Hier die Braunschweigerstraße 77. Mhm. Habe ich auch geschrieben. Gut, dann bekommen Sie die Unterlagen auch hier. Ja, und in welche Stadt schicken Sie das? Also Sie wirken nicht besonders intelligent, muss ich ja nochmal wiederholen. Irgendwas stimmt da mit Ihnen nicht. Okay, welche Stadt? Also Sie scheinen ja da völlig fehl am Platz zu sein. Welche Stadt denn? Ich dachte, Sie scheinen da völlig fehl am Platz zu sein. Das ist gut, aber ich habe Sie auch gefragt, welche Stadt? Ja, das ist Berlin, die 12055. Okay, gut. Bekommen Sie es in Berlin. Alles klar. Das ist höchst seriös. Okay, tschüss. Was möchte man dazu eigentlich noch groß sagen? Es ist einfach absolut Wahnsinn, was man da für Leute sitzen hat. Also der hatte ja definitiv wirklich keinen Bock auf seinen Job. Das Gelaber, was er da erzählt hat, ist einfach nur absolut gruselig. Hier ging's wie immer nur ums Geld einzahlen. Tja, dass man hier natürlich nichts per Post bekommen kann, ist, glaube ich, logisch. Die verschicken keine Post, macht aber auch die seriöse Firma nicht. Die verschicken die Vertragsunterlagen oder die Infos per E-Mail. Man geht ja hier alles online ein. Tja, was hätte er ja vielleicht auch erklären können. Ja, aber hat er wohl keine Lust dazu gehabt. Da hat er lieber so getan, als würde er das Ganze hier per Post zuschicken. Ja, aber was soll denn das eigentlich? Also ein seriöses Unternehmen macht sowas definitiv auch nicht. Ich verstehe immer nicht, was die sich davon versprechen mit solchem Geblabla, aber das ist einfach nur, ja, erschütternd. Und das Schlimme ist, wenn man hier sein Geld einzahlt, ist es einfach nur weg. Man hat es ja hier auch klingeln hören, das heißt,
Ja, da müssen wohl auch ein paar Mitarbeiter sitzen, die Erfolg haben. Der jetzt hier vielleicht nicht mit seinem stumpfen Gelaber. Aber es ist halt leider so, dass die halt trotzdem auch Erfolg haben. Ich frag mich immer, wer da sein Geld einzahlt. Es ist schon ziemlich fatal, wenn man da seine Kohle los wird. Und hinterher feststellt, dass man eigentlich nur verarscht wurde. Ja, bitte? Hallo, ja. Herr Spritzschlupfer? Ja. Sie haben kürzlich bei Bitcoin Trader angemeldet. Das ist kein Ratmann, schön Sie kennenzulernen. Was heißt denn kürzlich? Also Sie haben jetzt bei Bitcoin Trader angemeldet. Das ist so. Es geht um den Handel auf dem Finanzmarkt. Und wer sind Sie? Ich bin Ihr persönlicher Kontobetreuer. Meine Aufgabe ist, bei Ihrer Kontoeröffnung zu helfen. Aha. Und haben Sie auch einen Namen? Ja, Rainer Hartmann. Rainer Hartmann. Rainer Hartmann, schön Sie kennenzulernen. Aha. Wie kommen Sie denn zu dem deutschen Namen? Ich habe deutsche Opa. Na ganz bestimmt heißt der Rainer Hartmann mit seinem Namen. Aber interessant, dass der hier am Anfang des Gesprächs ja noch nicht mal seinen Namen sagen wollte. Die Story mit seinem Opa ist ja nur absolut erfunden. Ich weiß nicht, warum die immer so einen Blödsinn erzählen und der Meinung sind, dass ein deutscher Vor- und ein deutscher Nachname irgendwie seriös und vertrauenserweckend wirkt. Eigentlich ist es in meinen Augen nur das komplette Gegenteil von dem, was sie damit erreichen wollen. Da werde ich doch sofort hellhörig, wenn die einen deutschen Namen angeben, aber eigentlich nicht mal so richtig Deutsch sprechen können. Und naja, nur mit Akzent. Es ist irgendwie Wahnsinn. Ich verstehe es immer nicht. Das probieren die schon ewig. Aber mittlerweile lassen die ja ihren Namen auch gerne mal komplett weg. Scheint ja keinen mehr zu interessieren, wie die Leute am Telefon heißen, oder weil denen nichts Besseres einfällt. Ist schon irgendwie krass. Mein Opa ist Deutscher. Also ich bin aus Kroatien. Aha. Na dann. Und woher kommen Sie? Aus Deutschland, ich verstehe, ja? Ja. Wenn das nicht geheim ist, aus welcher Stadt? Aus Berlin. Berlin. Mhm. Super. Ost-Berlin oder West-Berlin? Das spielt doch heute keine Rolle mehr. Ja, ich stimme mit Ihnen zu. Das ist wahr. Okay, soviel ich verstehe, möchten Sie mit Krypto handeln, ja? Weiß ich noch nicht. Ich habe da eine Werbung gesehen. Kann man reich werden, habe ich gedacht. Traue ich mich mal hin. Haben Sie eine Werbung über automatisches Handelssystem gesehen oder welche? Na, da stand haben Sie gesehen? Was haben Sie gelesen? Da stand Höhle der Löwen. Noch einmal bitte? Höhle der Löwen. Ja, genau. Ja. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie ein bestimmtes finanzielles Ziel? Nö. Kein bestimmtes finanzielles Ziel. Okay, also nur Geld verdienen, ich glaube, ja? Ja. Okay. Mit welcher Kryptowährung erst möchten Sie handeln? Nur weiß mit Bitcoin nicht. Oder haben Sie über andere Kryptowährungen etwas gehört? Was ist denn da lukrativ? Sie können so machen. Mit Bitcoin zum Beispiel. Tja. Also, das soll ja hier eine Beratung darstellen. Nur mit Beratung hat das ja hier irgendwie überhaupt nichts zu tun. Der kennt sich ja wahrscheinlich nicht mal selber mit den ganzen Kryptowährungen aus. Ich finde es immer wieder Wahnsinn, dass die anrufen und wissen eigentlich nicht mal so richtig, worüber die da erzählen. Man stellt denen Fragen und die antworten einfach irgendeinen Quatsch, was sie sich gerade denken, was dazu passen könnte. Ja, Hauptsache, es hört sich irgendwie professionell an. Das Schlimme ist, hier fallen halt tatsächlich Leute drauf rein, die sich selber damit nicht auskennen. Denn wer sich in solchen Werbungen einträgt, der kennt sich damit definitiv auch selber nicht aus. Sonst würde man gar nicht über so eine Werbeplattform auf solche Webseiten gelangen. Wenn man Ahnung hat, dann ja, sucht man sich selbst den Broker aus, schaut sich selbst im Internet um und trägt sich nicht in irgendeiner Werbung ein, um zu gucken, wo man denn hinterher dabei landet. Und schon gar nicht bei, man wird damit reich. Ja, außerdem im Übrigen habe ich mir ja auch erzählt, dass ich mich bei der Höhle der Löwen angemeldet hätte.
Muss hier in dem Fall nicht mal stimmen, habe ich mir jetzt nur spontan ausgedacht, weil mir das das Einzige war, was mir noch im Kopf blieb. Gibt ja noch viele andere Systeme, Bitcoin-System und so weiter, aber tja, er hat ja einfach zugestimmt. Also ob er jetzt da was anderes gesehen hat, weiß ich nicht, aber er kennt sicherlich das System Höhle der Löwen, weil das alles Abzocksysteme sind, wo man bei solchen Webseiten nachher landet. Fragen, was mich angeht, bevorzuge ich Ethereum. Das ist zweite größte Kryptowährung der Welt. Haben Sie etwas über Ethereum gehört? Nee, was ist das? Also das ist, wie gesagt, zweitgrößte Kryptowährung der Welt, nach Bitcoin. Das ist erste Kryptowährung und Ethereum, das ist zweite. Warum bevorzuge ich Ethereum lieber? Deshalb Ethereum, es ist viel mehr volatil als Bitcoin. Bitcoin auch volatil, wenn Sie, aber Ethereum ist, also mit Ethereum können Sie mehr verdienen, sozusagen. Ach so. Ja? Also ich trade mit Ethereum lieber. Okay. Okay. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handel? Nö. Keine Erfahrung. Okay, das ist kein Problem. Wie Sie vielleicht schon wissen, erhalten Sie einen Finanzberater. Dieser Finanzberater wird alle Ihre Fragen beantworten, wenn Sie diese Fragen haben. Also das ist Ihr Betreuer, das ist Ihr Finanzberater, mit wem Sie immer sprechen können über Investitionen, über Kryptowährungen, welche Kryptowährungen möchten Sie handeln und so weiter. Das Problem ist halt, dass es nur hinterher keinen Finanzberater mehr geben wird, wenn man da einmal Geld auf dieser komischen Webseite und Trading-Plattform eingezahlt hat. Das ist halt das, was Sie da nicht erzählen. Die Telefonnummer, mit der die Betrüger hier anrufen, die steht zwar im Display, ist aber gespooft. Das heißt, sie ist gefälscht, man kann sie nicht zurückrufen, im besten Fall hat man da keinen Anschluss unter dieser Nummer, im schlechtesten Fall erreicht man irgendeine Privatperson. Ja, das ist das Ende vom Lied. Eine E-Mail-Adresse haben sie höchstens die, mit der sie einem da irgendwas geschrieben haben. Das sind oftmals private E-Mail-Adressen von Outlook oder Protonmail, was man einfach nicht für eine Firma benutzen würde als Firmen-E-Mail-Adresse. Das ist ja normalerweise eigentlich auch die eigene Domain. Und selbst wenn, kann man ja da einfach abschalten oder einfach nicht drauf reagieren und das war's dann. Die Webseiten sind meistens nach einem halben Jahr, spätestens aber nach einem Jahr, einfach wieder offline. Ja, und so machen die sich dann aus dem Staub, wenn sie genug Geld gesammelt haben und telefonieren dann einfach weiter für irgendein neues Unternehmen, was sie sich dann auch wieder frisch ausgedacht haben. Tja, wirklich investieren tut man hier leider nirgendwo. Das ist Ihr persönlicher Finanzberater. Ja. Okay. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon unsere Plattform gesehen? Nee. Noch nicht. Okay. Übrigens, jetzt schicke ich Ihnen eine E-Mail mit unserer Plattform und mit Ihrer persönlichen Sicherheitsnummer bei unserer Plattform. Einen kleinen Moment. Jetzt ich schicke Ihnen eine E-Mail. Mit diesem E-Mail, Sie können unsere Plattform gucken. Ihre E-Mail leon.spritzschlupfer@gmail.com. Richtig? Genau. SHLUEPFER. Genau. Ja? Okay. Übrigens, benutzen Sie jetzt Computer, PC oder Handy? Ein iPad. iPad, okay. Ich habe Ihnen schon eine E-Mail geschickt. Überprüfen Sie Ihre E-Mail. Ja. Ach so, das ist, könnten Sie bitte vielleicht buchstabieren, Ihre E-Mail? Nee, ist mir zu lang.
Ich habe per falsche E-Mail Ihnen geschickt. Das. Na, Sie können mir ja auch einfach die Internetadresse sagen. Das ist ja viel schneller. Okay, per welche E-Mail möchten Sie eine E-Mail von mir erhalten? Die Internetadresse können Sie mir ja sagen. Das ist ja viel schneller. Okay, haben Sie E-Mail oder keine? Also es scheitert ja schon an das den einfachsten Fragen. Wir sind Enduring Markets, also Enduring Markets, das ist Plattform, das heißt Plattform. Aber Sie haben eine Sicherheitsnummer. Wie kann ich E-Mails schicken? Ich muss Ihnen eine E-Mail schicken, um also unsere Plattform mit unserer Plattform. Haben Sie vielleicht eine andere E-Mail? Wenn Sie eine Plattform haben, können Sie mir ja einfach die Domain sagen. Ich habe Ihnen schon gesagt. Sagen Sie mir jetzt Ihre E-Mail. Habe ich nicht verstanden. Noch. Okay, können Sie bitte eine E-Mail sagen? Und ich schicke Ihnen unsere Plattform, wo steht Login, alles in Ihre E-Mail, alle Informationen. Na, dann sagen Sie mir doch nochmal Ihren Plattformnamen. Enduring Markets. Also D-O-R-I-N. Nein. Sagen Sie mir bitte einfach Ihre E-Mail, das wird viel schneller. Nee, schneller ist, wenn Sie mir einfach Ihre Domain sagen. Von Ihrer Plattform. Warum wollen Sie eine E-Mail nicht sagen? Warum wollen Sie eine E-Mail nicht sagen? Da muss ich mich einloggen, da muss ich Ihnen das alles einzeln buchstabieren. Sagen Sie mir doch einfach Ihren Plattformnamen, damit ich mir den aufrufen kann. Wo ist denn da das Problem? Enduring Markets. Enduring-Markets. Enduring, also E-N-D-U-R-I-N, ja. Ja. Dann ein G. Und dann Markets. Also M-A-R-K-E-T-S. Ja? Ja oder Herr, nein? Spritzschlupfer. Ja. Herr Spritzschlupfer. Ja. Ich brauche auch Ihre E-Mail für andere. Ja, und ich brauche erstmal die Domain. Andere Ziele. Enduri Markets und dann. Punkt. Wie geht's ja, weiter? Ja, Enduri Markets und dann Punkt. Wie geht's weiter? Herr Spritzschlüpfer, könnten Sie bitte eine andere E-Mail sagen? Und ich finde das ein bisschen komisch, dass Sie überhaupt nicht auf meine Fragen antworten und das komplett ignorieren, dass ich mich mit Ihnen versuche zu unterhalten. Das finde ich ein bisschen unseriös, was Sie da machen. Wollen Sie mir nicht einfach den Domainnamen von Ihrer Firma sagen? Es scheint, dass Sie sind unseriös, deshalb ich rufe Sie von einer offiziellen Plattform. Und das scheinbar nicht. Sie können mir ja nicht mal Ihre Plattform-Domain sagen. Da scheitert es ja schon. Ich habe Ihnen schon gesagt. Nee, ich habe gefragt nach der Domain und nicht nur nach Enduri Markets. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Enduri Markets. Wie geht's nach dem Punkt weiter? Sagen Sie mir bitte, Herr Spritzschlupfer, Sie sind Berliner, ja? Sie sind aus Berlin. Wir haben deutsche Büro in Berlin, in Deutschland und in verschiedenen Ländern. Das beantwortet nicht meine Frage. Meine Frage war, wie die Domain-Endung ist, wie ich Ihre Webseite aufrufen kann. Ich habe Ihnen schon gesagt, Enduring Markets. Naja, und dann? Angemeldet. Und das Enduring, oder Enduring Markets. Ich verstehe Sie nicht, was ist das Problem? Nein, die ganze Domain. Die Internetadresse, Ihre Internetadresse. Wo ist denn da jetzt das Problem? Und weil Enduring Markets ist keine Domain. Da fehlt .de, .irgendwas, also .com. Also enduringmarkets.com, richtig? Ja, richtig. So. Da steht sorry. Gibt's nicht die Seite, ist leer.
warum, ich verstehe eine Sache nicht. Warum wollen Sie mir einfach Ihre E-Mail nicht sagen? Na, weil Sie mir Ihre Webseite nicht mal sagen wollen. Ich möchte ja erstmal wissen, mit wem ich zu tun habe. Und dann gucke ich mir das Ganze an. Und dann gucke ich, ja, findet man aber nicht. Okay, sagen Sie mir jetzt Ihre E-Mail. Ich habe Ihnen schon unsere Plattform gesagt. Ich habe Ihnen alles gesagt. Jetzt, Sie haben mir nicht sagen die Plattform Sie mir gesagt. Ihre E-Mail. Sagen Sie mir jetzt. Nee, ist mir zu unseriös. Ist mir zu unseriös. Sagen Sie jetzt Ihre E-Mail. Nee, es hat sich für mich erledigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bei Ihnen möchte ich nichts einzahlen. Es ist komisch und vielleicht Sie verstehen nicht, mit wem arbeiten. Tja. Der nette Mitarbeiter hat ja hier überhaupt nicht mehr zugehört. Hier ging's wohl wieder nur ums Verkaufen. Aber schön, wie sie immer die Unseriösität dann in Richtung Kunden lenken wollen, obwohl der Kunde ja hier nur die Seriösität von der Firma überprüfen wollte und einfach mal nachschaut und mal ein paar Fragen stellt, anstatt einfach nur dumm da sein Geld einzuzahlen und das dann letztendlich in der Firma zu versenken. Denn alles, was der da so von sich gegeben hat, war einfach nur unseriös und hat von Anfang bis Ende keinerlei Sinn ergeben. Es ist schon traurig, dass da Leute ihr Geld drin verlieren. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, es gibt auch Kanalmitgliedschaften, wo ihr den Kanal hier finanziell unterstützen könnt mit einem monatlichen Beitrag. Dafür gibt's hin und wieder ein paar kleine Secret-Beiträge im Community-Tab. Nur für die Kanalmitglieder, allerdings keine Videos. Hier sind es eher Umfragen zum Kanal oder eben Hintergrundinformationen, wie der Kanal hier aufgebaut ist. Wenn du magst, dann abonniere vielleicht auch den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Ein normales Abo ist für jeden kostenfrei. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.